Königin Camilla, diese Geschichte hinter ihrem Verlobungsring. Nicht nur für König Charles, 74, wird der 6. Mai 2023 ein geschichtsträchtiger Tag sein. Auch seine Frau Camilla, 75, wird gekrönt, ein neuer und aufregender Abschnitt in der jahrzehntelangen Ehe von Charles und Camilla, die mit einem besonderen Ring begann. Wenn man an königliche Verlobungsringe denkt, fällt einem oft der blaue Saphirring von Prinzessin Diana, 36, ein, mit dem auch Prinz William, 40, um die Hand seiner Catherine, Princess of Wales, 41 anhielt. Auch der Verlobungsring von Camilla hat eine tiefe Bedeutung und einen hohen Wert, sowohl historisch als auch finanziell. Juwelier Tony French, Diamonds Factory, vergleicht die Ringe der beiden Frauen und schreibt ihnen einen Wert von jeweils rund 450.000 Euro zu, doch unterscheiden sie sich seiner Meinung nach vor allem in ihrem emotionalen Wert. Als Charles und Camilla 2005 ihre Verlobung bekannt gaben, wurde auch öffentlich, dass es sich bei Camillas Verlobungsring wie bei Dianas um ein Familienerbstück handelt. Der 5-karätige Diamant im Smaragdschliff gehörte zur Sammlung der verstorbenen Queen-Mutter 102, der Großmutter von Charles. Über die genaue Herkunft gibt es bis heute zahlreiche Spekulationen. Einige sagen, der Ring sei seiner Großmutter von ihrem Ehemann, König George V. 56, bei der Geburt ihres ersten Kindes Queen Elizabeth, 96, geschenkt worden. Den Gesamtwert von über 450.000 Euro erklärt der Experte so, wenn man den Ring in seine Kernbestandteile zerlegt, kostet der große 5-Karat-Diamant in der Mitte bei Diamonds Factory etwa 150.000 Pfund, ca. 170.000 Euro. Auch der Stil des Rings sagt viel über seine Trägerin aus. So stellt Tony fest, Camillas Gesamtdesign des Rings ist Art Deco, was meiner Meinung nach eine großartige Zeit in der Geschichte des Schmuckdesigns ist. Eine opulente Variante traditioneller Verlobungsringstile. Anführungszeichen. Verwendete Quelle: Express Co. Diamonds Factory.